Hallo Leute, willkommen beim LS19 Wettlauf um die Scholle, einem Story-Let's Play mit alten Fahrzeugen in einer längst vergangenen Zeit. Dies ist Teil 2. Ja, jetzt geht es darum, den Traktor zu retten. Der ist nämlich liegen geblieben. Irgendwie am Fluss, hat Marie gesagt. Da müssen wir irgendwie hier hinten rum, hat sie mir erklärt. Warum er liegen geblieben ist, ist mir nicht so ganz klar geworden. Und auf jeden Fall ist erst der Traktor liegen geblieben und dann ist Hermann zusammengebrochen. Ah, übrigens, danke für eure vielen interessanten Vorschläge, wie ich hier noch zusätzlich Geld verdienen kann. Vor allem das mit den Pferden finde ich einen interessanten Aspekt, denn hier in der Nähe werden teure Reitpferde, also Rennpferde, gezüchtet. Das weiß ich noch, das ist hier in der Gegend irgendwie, da kenne ich Leute. Und da werde ich vielleicht mal anrufen. Ja, und manche von euch haben auch gesagt, ich könnte doch die Schweine verkaufen. Ist vielleicht auch eine gute Idee. Das reicht zwar nicht, um die Schulden zu bezahlen, denn es gibt, glaube ich, hier nur ein paar Schweine. Aber vielleicht reicht es, um die Pferde zu kaufen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Oh, da steht schon ein Trecker. Der sieht ja ganz schön ramponiert aus. Ein funkelnagelneuer Trecker soll es sein, hat Marie gesagt. Ob das ein Gebrauchtrecker ist? Ein kaputter Gebrauchtrecker? Nun ja. Aber ich denke mal, das ist der, denn es soll ein roter Trecker sein. Schauen wir mal, ob wir den zum Laufen bringen. Und dann können wir hier rausfahren. Da tut sich überhaupt nichts. Gar nichts. Mal gucken. Ob da vielleicht Benzin fehlt. So, mal rundherum gehen. Tja. Gut, ein bisschen Trecker reparieren habe ich gelernt, aber ich bin alles andere als eine Spezialistin. Ja, es tut sich gar nichts. Okay, ich vermute mal, dass hier aus irgendeinem Grund das Benzin fehlt. Also sprich, der Diesel. Das Diesel? Der Diesel? Na, auf jeden Fall der Treibstoff. Dann gucke ich mal, ob wir auf dem Hof einen Reservekanister haben. Ich glaube, ich kann auch hier lang gehen. Es ist ja hier ein nettes, kleines Wäldchen. Und überhaupt ist das eigentlich ein wunderschöner Hof. Wenn das hier nicht so eine ernste Angelegenheit wäre, dann wäre das hier ein Hochgenuss, hier zu helfen. So, jetzt gucke ich hier mal rum. Das sieht ja interessant aus. So. Oh, da ist ein Kanister. Der ist wohl leer. Und hier? Na, da frage ich mal die Marie, was es damit auf sich hat. Und hier? Das könnte ein Fass sein. Ja. Naja, ich denke mal, wenn, wäre hier was, aber dieser Kanister ist eindeutig leer. Ich schau mal nach der Marie. Oh, wo steckt sie denn? Marie! Ah, ich höre sie da hinten. Hinterm Haus wahrscheinlich. Ah, da ist sie ja. Hallo, du erntest wohl Tomaten. Ja. Ich suche einen Kanister mit Diesel drin. Okay.
Okay, sagt sie, das hier sei alles leer. Das hätte ihr der Hermann noch gesagt, bevor er zusammengebrochen ist. Nun gut. Wie gut, dass ich eine Karte habe. Da gucke ich mal. Tja, die ist auch nicht sehr ausführlich. Aber ich glaube, ich habe im Vorbeifahren mit dem Bus hier ungefähr eine Tankstelle gesehen. Vielleicht können wir hier sogar querfeld eingehen. Mal gucken. Ich gehe einfach mal gucken. Na, ich bin schon gespannt, ob ich diesen Trecker zum Laufen bringe. Er sei ganz toll. Ein Prachtstück, sagte Marie. Und Hermann sei völlig erledigt gewesen, weil der zusammengebrochen ist. Tja, und dann ist Hermann zusammengebrochen. Hier, da, das sieht nach Tankstelle aus. Ist ja nicht viel los. Ob die hier Kanister verkaufen? Mal fragen. Nee, Kanister verkaufen sie nicht. Dafür muss ich in den Landmaschinen-Shop gehen. Ich glaube, der ist hier. So. Ich vermute mal hier. Das sieht nach Landmaschinen aus. So. Ach, da ist auch jemand. Den kann ich mal fragen. Jo. Hallo, ich bin neu hier und helfe bei Marie aus. Haben Sie zufällig einen Benzinkanister? Ein Dieselkanister? Na, hat er. So, kann ich mir aussuchen. Aus dem Katalog. Hier muss man sich durchblättern, statt dass er mir einfach den Kanister gibt. So, da ist einer. 28 Mark. Macht's nicht leicht. Ob da gleich schon Diesel drin ist? Ich kaufe den mal. So. Jo, wird draußen angeliefert. Als würde ich ein großes Gerät kaufen. Naja, aber die verkaufen wohl gerne große Geräte. Sieht man hier ja. Tschüss und danke. Da steht er. So, huch. So. Na komm. Jawohl. Und jetzt gehen wir zu dem Trecker. Das müsste hier eigentlich relativ nah sein. Ist das da schon unser Wäldchen? Das ist nicht unser Feld. Aber, und hier wird Wein angebaut. Hier ist, ein Stein, eine Felskante. So, das da ist unser Feld. Gut, wir nähern uns dem Trecker. So, dann gucken wir mal, wie ich den hier am besten betanken kann. So, nicht umfahren. So. Okay, schauen wir mal. Jawohl, jetzt haben wir ein bisschen Diesel da drin. Sehr gut. So, der ist ganz schön ramponiert. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier rausfahren können. Ja, was für ein sonorer Klang. Ist vielleicht doch ein guter Trecker. So, dann würde ich sagen, wir fahren gleich mal zur Tankstelle
und tanken ihn vollends auf. Und so wie er aussieht, muss er auch dringend repariert werden. Sehr dringend. Aber wir haben ja nur wenig Geld. Ich habe mal einfach das Geld von Marie und mir zusammengeschmissen. Weil ich jetzt ja sowieso auch für deren Kasse arbeite, sozusagen. So. Mal gucken, ob die hier das Richtige für mich haben. Bestimmt, ist ja eine ländliche Gegend. So, pleite. Aber immerhin halb voll getankt. So. Und der Tankwart hat vorhin gesagt, dass man hier auch noch seine Fahrzeuge waschen kann. So nach dem Motto, nö, Kanister haben wir nicht, aber sie können ihre Fahrzeuge waschen. Das scheint hier zu sein. Mit einem kraftvollen Spezialgartenschlauch. Mal gucken. So. Na, wird schon ein bisschen besser. Aber er sieht immer noch ganz, ganz übel aus. So. Okay. So, wie wende ich jetzt am besten? Na, der hat keinen sehr engen Wendekreis. Aber scheint ein schicker Trecker zu sein. Da hat die Marie wohl schon recht. Was ihm wohl widerfahren ist. So, hier geht's, glaube ich, rechts lang. Da macht auch hier diese Hoppelstrecken ziemlich gut. Ja, ich denke mal, dann verkaufe ich das Getreide, was ich geerntet habe vorhin, und nehme einen Teil vom Erlös, um den Trecker zu reparieren. Denn er muss ja repariert sein, um gut arbeiten zu können. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt brauche ich hier einen der Anhänger. Oh, und da ist auch schon Wolle. Das ist gut. Sie steht aber ein bisschen im Weg. Vor allem bei meinen schrecklich schlechten Fahrkünsten. So, Hühner, aufpassen, ich komme. Das Huhn denkt gar nicht dran, aufzupassen. Ach, Hühner, ihr solltet flüchten. Naja, vielleicht sind die das gewöhnt und rennen einfach hurtig davon, sobald es ernst wird oder so. Also sie scheinen keine Angst zu haben. So, ich nehme, glaube ich, mal den kleinen Anhänger. Denn es ist ja nicht so viel Ernte. Wir werden zwar später dann noch mehr vom Gleichen haben, aber ich möchte jetzt den Trecker erst gerne reparieren. So. Und bleib weg, bleib weg. So. Na, ob ich da richtig stehe, das werde ich gleich wissen. Oh! Nein, ich stehe da nicht richtig.
So. Dann fahren wir ein bisschen vor. Und ein Stück zurück. Mhm. Hühner aus dem Weg. Jawohl, jetzt. Ja, und während das hier umfüllt, könnte ich auch mal gucken, wo man das am besten verkauft. Denn ich habe mir ja diese Tabelle eingesteckt mit den aktuellen Preisen. Okay, beim Agrarhandel gibt es momentan den besten Preis für Weizen. Und wo ist der Agrarhandel? Hier müsste der sein. Das ist ja gar nicht weit. Sehr schön. Gut, dann fahre ich hier eine Ehrenrunde im Hof und dann die Straße entlang. So. So. Und nach den Tieren muss ich auch mal schauen. Marie hat zwar gesagt, die wären aktuell alle mit Futter versorgt, aber da schaue ich lieber auch selber mal, auch um die Tiere kennenzulernen. Aber jetzt erstmal Geld verdienen und Trecker reparieren. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. So. Hier kann man anscheinend reinfahren. Gut. Das ist dann wohl der Laden. Ja. Okay. Und das sieht mir nach dem Agrarhandel aus. So. Naja, immerhin 1600. Das ist nicht schlecht. Huch, was ist hier? Sehr mysteriös. So. Und jetzt fahren wir gleich mal zu diesem Landmaschinenhändler. Denn, soviel ich weiß, kann man dort auch reparieren lassen. Ich hatte auch gefragt, der macht auch Schnellreparatur. So. Anscheinend hat er gerade nicht viel Aufträge. So. Dann stelle ich den Hänger mal hier ab. So. So. Winken wir dem mal zu. Hallo, ich bringe hier meinen kaputten Traktor. Ich soll hier drauf drücken, sagte er. Okay. 182 Mark. Na, das geht gerade noch so. Wunderbar. Uiuiui, das ging schnell. Er ist nicht wiederzuerkennen. Guckt euch das mal an. Ja, ein Güldner, G75A. Ein Güldner, ein ganz neues, hochmodernes Fahrzeug. Habe ich auch von gelesen, dass es solche Traktoren jetzt gibt. Gibt's noch gar nicht so lange. Aber hier, wie modern. Und da oben dann ein sogenannter Überrollbügel, dass wenn man sich mit dem überschlägt, dass man seinen Kopf nicht so anstößt. Das ist doch sehr praktisch.
Was für eine lange Schnauze der hat. Wirklich ein sehr, sehr schöner Trecker. So. Gut. Komm. Ja, prima. Sehr gut. Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder nach Hause fahren. Wir haben jetzt auch 1400 Mark. Es ist mal ein Anfang. Ich denke mal, das reicht noch nicht, um Pferdehaltung zu beginnen. Aber es ist mal ein Anfang. Ja, nachher möchte ich auch mal zum Hermann ins Krankenhaus, weil noch ist er ja hier in der Nähe. Und normalerweise geht natürlich die Marie zur Besuchszeit hin. Aber er will mir jetzt bestimmt erklären, was es so auf dem Hof zu tun gibt. Ich meine, das sehe ich selber. Hier wächst jetzt auch inzwischen was. Aber auch, ja, ich werde ihn dann auch fragen, ob er zum Beispiel einverstanden ist, Pferde hier anzusiedeln. So. Und ich kann mal überlegen, was ich als nächstes mache. Da muss noch Stroh eingesammelt werden. Und dann gegrubbert und angesät. Und wir haben noch ein Weizenfeld. Vielleicht werde ich erstmal nachher das andere Weizenfeld abernten. Gut. Ja. Ich denke mal, für diese Folge war es das. Und ja, als allernächstes werde ich wahrscheinlich mal eine Runde bei den Tieren machen. Also ich habe ja schon geguckt, aber mich einfach mal versichern, dass die auch genug zu fressen haben, damit ich auch weiß, wie viel ich verkaufen kann und so weiter und so fort. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.